Du hast es geschafft, pünktlich aufzustehen und das Homeschooling kann beginnen, aber deine Motivation, auch nur irgendetwas von den vielen Aufgaben zu machen, ist weg oder schon lange nicht mehr vorhanden? Nika wird mal schauen, ob sie ein paar Tricks für euch hat, damit ihr eure Motivation wiederfindet oder gar nicht erst verliert. Denn letztendlich ist es eine Riesenchance für jeden von euch, auch von zu Hause aus lernen zu dürfen und gute Noten zu bekommen. Wie sieht dein Homeschooling-Platz aus? Fühlst du dich wohl und kannst du dich gut konzentrieren? Oder lenken dich das Handy oder die Unordnung oder irgendetwas anderes immer wieder ab? Dann schau, was du verändern kannst und mach dies am besten schon vor der ersten Stunde oder spätestens in der großen Pause. Der Tag ist ja durch den Stundenplan schon gut organisiert. Mach dir aber einen eigenen Wochenplan. Wir haben dir da mal ein Beispiel zusammengestellt, was du alles beachten kannst, denn nicht nur die Aufgaben, sondern auch das, was du erreichen willst oder noch vorhast, ist wichtig. Bleib auf dem Stand. Checke regelmäßig deine Nachrichten, am besten gleich morgens und am Ende noch einmal und schreibe dir eine kleine To-Do-Liste, damit du keine Aufgaben oder wichtigen Informationen verpasst. Dir fehlt die Motivation, ein nicht so spannendes Thema zu bearbeiten, weil gerade keine Arbeit geschrieben wird? Mach dir selbst einen kleinen Test oder frag deine Eltern oder deine Freunde, ob sie dich abfragen. Du kannst dir auch selbst Belohnung geben. Du legst dir deine Lieblingsschokolade, eine Tüte Gummibärchen oder deinen Lieblingssong bereit und wenn du die Aufgabe geschafft hast oder deinen Selbsttest bestanden hast, belohn dich und sei stolz auf dich, dass du es trotz fehlender Motivation geschafft hast. 2 Stunden einfach bearbeiten, puh, das kann an den Nerven zerren. Setze dir bewusst kleine Pausen, zum Beispiel nach den ersten 3 Aufgaben. Stehe auf, mach das Fenster auf und schau genau hin, was du siehst. Das ist übrigens Nikas Lieblingsbeschäftigung. Oder mach ein Lieblingslied an und tanz durch dein Zimmer, sodass du richtig in Fahrt kommst. Danach kommen die nächsten Aufgaben. Als nächste Pause versuch doch einmal einen Hand- oder Kopfstand. Kannst du genauso gut auf dem Kopf rechnen wie am Schreibtisch? Probier es aus. Dehn dich, mach 5 Liegestütz, schwing einen Hula-Hoop-Reifen oder streichel dein Haustier, wenn du eins hast. Und wieder die nächsten Aufgaben. Zack, ist der Tag rum. Bleib im Kontakt mit deinen Mitschülerinnen und Mitschülern. Du verstehst eine Aufgabe nicht, das kann echt demotivierend sein. Frag doch mal bei deinen Mitschülerinnen und Mitschülern, die haben vielleicht einen Tipp für dich. Und im nächsten Fach kannst du ja vielleicht weiterhelfen. Ihr seid immer noch ein Team und dazu gehört auch, sich auf Distanz zu unterstützen. Trau dich. Vielleicht verstehst du es ja durch die Erklärung besser und zack sind die Aufgaben geschafft. Baue einen Puffer ein. Gib nicht erst in der letzten Minute ab. Technische oder Internetprobleme können zu Stress führen und wenn du 5 bis 10 Minuten vorher abgibst, dann kannst du diese Minuten noch entspannter nutzen, um dich zum Beispiel wieder selbst zu belohnen. Nutze die große Pause, um dir etwas Gutes zu tun und Kraft zu tanken. Mit einem leeren, aber auch zu vollen Magen lernt es sich viel schwerer, aber auch das ständige am PC sitzen ist sehr anstrengend. Geh an die frische Luft, lass Dampf ab. Rennen oder kleine Sportübungen können helfen, dass dein Körper nicht einrostet. Aber auch das neueste YouTube-Video, was du dir angucken wolltest, kann man sich draußen auf der Schaukel oder auf der Picknickdecke im Garten oder Balkon anschauen und bekommt durch den Ortswechsel gleich etwas Bewegung in den Körper. Und zum Schluss, sei stolz auf dich. Es ist eine schwierige Zeit, die noch keiner von dir mitmachen musste. Dass die Motivation nicht immer 100% da ist, ist in dieser Zeit verständlich. Frag deine Freunde oder auch deine Lehrkräfte. Aber ihr schafft das und deshalb klopf dir jetzt oder auch zwischendurch mal auf die Schulter und sag, ich bin stolz auf mich. Wir hoffen, dass der ein oder andere Tipp für dich dabei war und du ihn ausprobieren möchtest. Erzähl uns gerne von Tipps, die dich in dieser Zeit motivieren. Deine Nika und Frau Kerger.